Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Fly-Uwe. Wieder auf der FIBO 2024. Sag mal ruhig denn, ich dreh mal ein Video. Wir haben jetzt hier den Sonntag, das ist der letzte Tag FIBO. Und ich frag meiner Community, wie geht das euch? Leute, was ist hier los? Der Pop-Up-Store wird berannt. Guck mal, wenn man sich einmal umdreht, alle fleißig am Kauf. Ich dreh durch, hier ist die Hölle los. Das ist wie damals 1993, als wenn die Nintendo released wurde, 64, bei Karstadt, Alter. Bedanke mich bei meiner Community, komm mal her. Guck mal, das ist die Schlange, hier, guckt euch das an. Alle wollen sie in den Store rein. Moin, hallo. Hallo. Was machen Sie hier? Wir wollten nach den Hoodies schauen. Ja, schauen Sie mal nach dem Hoodie. Warum bist du hier? Ich möchte gerne Leggings. Eine Leggings. Ich möchte den neuen Hoodie holen. Ah ja. Ein Pulli. Ein Pulli, okay. Ein Pulli. Auch ein Pulli. Moin, was geht? Was willst du kaufen? Eine Trainingshose. Eine Trainingshose, okay. Hi, was willst du kaufen? Eine Jogginghose. Eine Jogginghose, okay. Guck mal hier, alles voll. Ja, ich sag ja, PlayStation 1 hat ihren Release gerade. So fühlt sich das an. PlayStation 1. Wahnsinn. Bekloppt. Richtig krass. Wir haben eine Expresskasse, man kann in den Store rein, man kann da bezahlen. Hölle. Wow. Ich schlag gerade hier mit Sascha, Leute. Ihr kennt ihn, ich brauche ihn nicht mal vorstellen. Mittlerweile eigene App gemacht. Jetzt bist du auch hier auf der FIBO. Wie ist es für dich jetzt? Wie oft warst du jetzt schon auf der FIBO? Erste Frage. Noch nie. Nein. Noch nie? Noch nie? War noch nie. Heute das erste Mal oder gestern schon hier? Gestern. Gestern, ah, heute sind wir da. War der gestrige Eindruck für dich so? Okay. Ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja. Also FIBO ist, was soll ich sagen, ey? Was denn, wir haben schon oft auf Events gesehen, Fußball, ja, und genau, da, genau. Und da. Ja. Da hast du den größeren Bizeps. Machen wir jetzt mal einen Bizeps-Vergleich, wie steht? Oha, jetzt ist schwach, jetzt bin ich ja, auch. Bei mir auch, ich auch. Ich habe ganz lange schon Fotos gemacht. Ihr habt gutes Licht jetzt bei mir. Ja, oh, warte. Da war unentschieden. Geil. Ja, es ist echt, ich kann nur sagen, wenn ihr noch nie da wart, generell bei der FIBO, kommt da vorbei, schaut vorbei. Es ist echt. Echt eine Erfahrung fürs Leben. Digga, du hast ein Shirt von deiner App an. Habt ihr auch einen eigenen kleinen Stand oder was macht ihr? Ja, wir haben sogar, wir sind erst im Jänner draußen und haben jetzt schon 150 Quadratmeter Stand. Ja, es geil, sind sehr groß. Ja, alle Creator da, die wir am Start haben. Ja, ja. Von Stefan Pütz, Team Bruder Sam, alle da. Geil. 25 an der Zahl und ja, war völlige Eskalation. Gestern 4 Stunden anstellen. Ja. Richtig, ja, also für mich. Ist es, das muss ich jetzt mal die nächsten 4 Wochen verarbeiten. Also die nächsten 4 Wochen, glaube ich, kommt kein Content bei mir. Erstmal Social voll im Kopf quasi. Ja, Wahnsinn. Am Anfang sind bei der Eröffnung angekommen, dann ja. Seminar gegeben, ja. Dr. Malte Buchert. Dann ging es direkt weiter jetzt bei Meet & Greet mit Jay Cutler und so. Ja, ja. Fotos machen, jetzt 10 Minuten essen, was ich nicht kann, wer jetzt Quatsch macht. Ja. Sorry dafür. Nein, mach ich gerne. Gerne. Uwe, bester Mann. Uwe, bester danke Mann. Dir, danke und dann direkt weiter zur Lifestyle Arena, Interview. Und, gibt es ein paar Zahlen von deiner App? Wie viele Downloads gibt es schon? Was ja, sicher. Wir haben nach den ersten 3 Wochen schon über 100.000 Nutzer, aktive Nutzer sogar am Start. Wir werden stark steigen, das Team wächst. Wir sind jetzt schon, wie viel sind wir jetzt? Allein hier waren wir schon über 10. Mitarbeiter, die heute die da waren, mitgewirkt haben. Großer Teil muss natürlich auch weiter hustlen zu Hause. Ja, ja, klar. Also ja, sind wir sehr zufrieden, freuen uns, dass Menschen echt hilft und das war ja das Ziel. Du weißt ja, wie es ist. Am Anfang muss man Gas geben und dann muss man natürlich auch viele Probleme lösen, braucht man sich vormachen und dann muss man einfach mit der Zeit wachsen, aber einfach dranbleiben und Gas geben. Und apropos hustlen, du hast hustlen erwähnt. Ich sehe gerade deine Frau, schwanger. Wer ist bald Daddy, Mann, Digga? Ja, geil. Wer ist bald Daddy, Digga? Ja. Kann ich von dir, da kann man echt sagen, kann ich von dir viel lernen. Uwe, immer wenn ich mir deine Sachen so anschaue, wie du mit den Kindern umgehst und auch immer, wenn wir telefoniert haben, du redest immer so nice von deiner Familie, immer dein Ein und Alles. Hat er mir erzählt, Sascha, du wirst sehen, wenn das Kind dann da ist, dann gibt es da plötzlich einen neuen Sinn im Leben. Das heißt, einen Grund zum Hustlen, genau. Nicht nur für sich selber, sondern gibt es einen Grund. Das waren deine Worte, habe ich mal gemerkt und ich habe jetzt schon so das Gefühl, dass es definitiv so sein wird. Weil ich habe gestern noch mit jemandem das Gespräch gehabt, man hustelt und hustelt, wenn man jung ist, ne? Man hat eine Frau, Freundin, so, aber du hustelst, ja, das Geld ist irgendwie da, dann geht es irgendwie, bla bla, aber jetzt, wenn du eine Familie hast, weißt du, wofür du hustelst. Du kannst das Geld investieren in deine Familie, weil du hast einen ganz anderen Grundgedanken. Und du baust dein Business auch nachhaltiger auf.
weißt du, ich meine? Und nicht so nur YouTube-Style, sondern, okay, was mache ich nach YouTube? Ja, es kommen auch die Gedanken. Ja, richtig, so. Genau. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass du jetzt deine App, das wirken. Wir hatten ja mal auch telefoniert gehabt, da war noch gerade am Entwickeln und Machen und Tun, hat er mich gefragt, ah, Uwe, kannst auch dabei sein? Konnte ich leider nicht, weil bei mir auch da ein bisschen sowas App-Technisches in die Richtung losgeht und so. Und ja, deswegen, Digga, ich wünsche dir einfach nur ganz viel Erfolg. Was ja, soll ich dir auch. Also ich finde es immer das Schöne. Ich glaube, es ist genug Platz für alle da. Generell der Kuchen ist immer groß genug, auch für die Leute, die... Der Kuchen ist immer groß genug. Ja. Und ich glaube, ein fairer Wettbewerb und einfach ein höflicher Umgang miteinander bringt den Zuschauern und euch am Ende des Tages am meisten. Der Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ich wünsche natürlich, wenn du da was machst, auch von Herzen das Beste. Ja. Nur das Beste, weil ich glaube, miteinander sind wir alle viel stärker wie allein. Richtig, so sieht das aus. Sie, Markus Rühl. Wir haben beide eine Supplements-Marke. Er kommt rüber, ich gehe zu Ihnen rüber. Man redet, man schnackt, ey, wie war dein Tag und so weiter. Ja, super, genau so muss es sein. Ich glaube, generell muss in der Fitness-Bubble ein bisschen mehr Einheit und Zusammenhalt wieder entstehen. Richtig. Ist wichtig, auch fürs Wohlbefinden von jedem. Ja, ist doch schön, wenn man weiß, man kann überall hier hingehen, komm her, weiß genau, mit niemandem Beef, alles ist gut, gehst überall hin, gute Laune. Ist doch fürs Herz auch wichtig. Wie sieht das aus? Am Ende des Tages. Ist ja Geld nicht alles. Ja. Das waren schöne Schlussworte, würde ich sagen. Ja. Also es sagen immer alle, die genug Geld haben, lese ich dann in den Kommentaren. Aber ich sage eins, ich glaube, es gibt eine Grenze. Geld ist schon verdammt wichtig, bis zu einer gewissen Grenze. Ja. Darüber hinaus, glaube ich, macht es immer so den großen Unterschied. Kann man so zusammenfassen. Meine Erfahrung. Ja, genau. Da kann man noch mal ein bisschen rübergehen zu Größenwahnsinn und sonst wohin so. Aber ja, wir bleiben mal hier stehen. Und Digga, schön, dass du mal ein kleines Interview gemacht hast. Ja, ebenso. Und alles Gute wünsche ich. Ja? Danke, ich dir auch mal. Liebe Community, was war das bitte für eine FIBO? Wir sind hier gerade in Abbau und haben viel erlebt heute. Ich habe viel Besuch gehabt. Wir haben Action mit der Community gemacht. Wir haben vieles für euch rausgeworfen, weil wir wollen ja mit leeren LKWs nach Hause. Ich möchte mich wirklich vom Herzen bedanken, weil die FIBO ist für uns ja, eine sehr wichtige Sache. Unsere Community, ja, dass man da einen Touchpoint hat, dass man sich wieder sieht. Für uns ist es einfach ein Festival, was Spaß bringen soll und dass man sich einfach sieht und ich auch mal, wenn man mal ehrlich ist, dass ich auch mal Feedback bekomme. Und das ist nun mal die FIBO, wenn ich hier rausgehe, geile Energie, die ich von euch kriege. Wir machen jetzt hier so langsam Schluss. Der Stand wird abgebaut. 4 Tage, das ist jetzt so, wenn man das jetzt so sieht, die Bilder, wo abgebaut wird, denkt man schon so, vermisst man schon. Aber es war natürlich auch körperlich sehr, sehr anstrengend und man ist froh, dass man wieder zurück zur Familie kommt. Ich möchte wirklich von Herzen Danke sagen, auch mein ganzes Team, meine ganzen Mitarbeiter, meine Geschäftspartner, meine Nachbarn wie Markus Rühl ist einfach der beste FIBO-Nachbar für mich gewesen. Wir haben eben noch mal eine Stunde gefühlt geredet, ein feiner Kerl, ich mag ihn sehr gerne und ich liebe das Business. Der Kuchen ist groß genug für alle und was soll ich sagen, ich kann mich nur verbeugen und Danke sagen.